Hey ho Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und heute schauen wir uns mal wieder ein Schiffsrattenkapitel an, und zwar der versunkene Fluch. Wie ihr schon sehen könnt, ist das Ganze etwas langwierig, weshalb ich das Ganze auch noch nicht habe. Genau, das Ganze ist eigentlich trotzdem ziemlich simpel aufgebaut und auch leicht zu verstehen. Das Ganze ist natürlich auch für einen längeren Zeitraum ausgelegt. Das sollte man natürlich einfach immer nebenbei mal machen, um das auch irgendwann mal fertig zu kriegen. Und nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt eigentlich richtig loslegen, wo finden wir denn die Meerjungfrau-Statuen? Die befinden sich eigentlich so ziemlich an jeder Insel, die es irgendwie gibt. Einfach unter Wasser oder am Strand und dort könnt ihr die auch schon direkt finden. Was benötigen wir jetzt eigentlich? Also die ersten sechs Erfolge sind eigentlich, ja, ziemlich einfach, wie man schon sagen kann. Man muss dafür einfach nur jede einzelne Farbe der Meerjungfrau-Statuen, also die Saphirblaue, die Smaragdgrüne, als auch die Rubinrote, 3 bzw. für den anderen Volk 15 Mal zerstören. Sprich, 15 Mal für jede Farbe und damit sind auch schon 6 Erfolge fertig. Der siebte Erfolg wäre damit einfach nur 100 Meerjungfrau-Statuen zerstören, egal von welcher Farbe. Und der Rest ist dann einfach Meta-Erfolg und bekommt man sowieso, wenn man den Rest schon hat. Der Haken an der ganzen Sache ist leider, dass man alleine manchmal einen zweiten Spieler bräuchte, da die roten Meerjungfrau-Statuen manchmal ziemlich robust sind, wie man hier sehen kann. Und ich auch schon mal, ja, gestorben bin daran, da diese echt wirklich lange aushalten. Also, wie gesagt, die blauen und die grünen sind ziemlich einfach. Die blauen brauchen, glaube ich, sogar nur 3 Schüsse und dann brechen sie schon zusammen. Die blauen und die grünen eigentlich ziemlich einfach. Für die roten, die gehen auch immer noch, wenn man mit dem Schiff drankommt und mit der Kanone drauf schießen kann. Aber man sollte sich da vielleicht nicht davor stellen und die ganze Zeit mit dem Schwert draufhauen, das würde sich wahrscheinlich alleine nicht ausgehen. Eine ganz gute Kombi zum Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme, ist immer noch das Juwelen der Tiefen-Event aktiv, wo man ja ebenfalls Gefallen braucht für ein paar Cosmetics, wo ja auch einige Gefallen durch diese, ja, Meerjungfrau-Statuen droppen. Das Ganze kombiniert sich natürlich ganz gut mit diesem Schiffsrattenkapitel und ja, genau. So, das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Es war mal was Kürzeres, ist allerdings auch nicht so schlimm. Zeigt es mir gerne anhand eines Abos, wenn ihr auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!